Hallo, willkommen zum zweiten Tag des großen Vlogmas-Events. Vielleicht habe ich gestern ein bisschen dick aufgetragen. Um mich in Stimmung zu bringen, habe ich seit neuestem diese Kerze, die bei meinem Schreibtisch steht und einen wohlriechenden Duft verbreitet. Ich habe extra eine Weihnachtstasse aus dem Schrank ganz hinten geholt. Kennt ihr das? Man hat diese Weihnachtstassen. Irgendwie kommt immer jemand auf die Idee, so eine Weihnachtstasse zu schenken. Und ja, da stehen die dann. Forever. Hinten. Im Schrank. Wenn man sehr wohlwollend ist, könnte man sagen, es schneit. Als hätte ich es bestellt. Ne? Okay. So, die ersten Meetings des Tages habe ich hinter mir. Heute ist ein Glück ein Freitag und der Tag heute sollte eigentlich ein bisschen anders aussehen, beziehungsweise das Video sollte anders aussehen und der Tag wahrscheinlich auch. Wie das Leben manchmal so spielt, trotz großer Vorbereitungsarien gestern, ist meine Tochter heute krank. Das bedeutet, wir müssen leider das Thema ein bisschen ändern. Damit dieses erste Video irgendeinen Sinn hat, dachte ich mir, mache ich was Großes, Hochtrabendes daraus und ein bisschen motivierend. Vielleicht brauche ich das in den nächsten Tagen. Und dir vielleicht auch. Außerdem geht es ja zum Ende des Jahres hin und da ist man dann ja auch öfter mal so ein bisschen theatralischer. In den letzten Jahren hatten wir ja alle so die ein oder andere Situation, wo wir uns von heute auf morgen darauf einstellen mussten, dass die Dinge etwas anders sind. Um es mal positiv zu formulieren, was ich gelernt habe, wir hatten hier persönlich und in der Family auch einige Situationen in den letzten Jährchen, die nicht ganz einfach waren, die auch immer wieder extreme Änderungen gebracht haben, wie zum Beispiel, dass wir in eine andere Wohnung ziehen mussten oder auch im letzten Jahr ist mein Hund gestorben. Ich weiß immer noch nicht, was die Message sein soll von diesem Video. Es passieren im Leben halt immer wieder Dinge, auf die man sich nicht direkt einstellt, die dann auf einen zukommen, aus denen man dann das Beste machen muss. Mr. Kartoffel, von dem kann man immer was lernen.